geht nicht um neue Klänge, es geht um ein immer wieder anders eingerichtetes Hören. It's pure if you take no movement in no direction. As in Mozart, you have pure sounds, you must make pure noises, as clean as possible. Das ganze Stück besteht aus Tänzen und Sie müssen das richtig swingen, bam, auch wenn Sie nur ein Achtel haben oder nur ein zwischengeworfenes Sechzehntel haben. Dieser Begriff Musik konkret instrumental, also Klänge, die nicht im Rahmen von einer Tonordnung stehen, sondern die im Rahmen von einer Energieordnung stehen. In E habe ich genau damit versucht umzugehen. Hier sind es jetzt akustische oder auch energetische Ereignisse und die Ereignisse haben wieder einen bestimmten Kontext, in dem sie sich zusammenfinden. Probier mal. Hört ihr mal einfach zu, bis ein Ton kommt.